Ja, moin Freunde, was geht ab? Ja, was soll ich sagen? Willkommen zu einem weiteren Video. Im Hintergrund seht ihr etwas Gameplay und ja, ich rede halt dazu. Und ja, das Video heißt Entschuldigung. Wofür will ich mich jetzt entschuldigen? Und zwar erstmal dafür, da ich jetzt weniger Videos gemacht habe die Woche. Weil ich auch dazu sagen will und wofür ich mich vielleicht auch direkt mal entschuldigen will, ist, dass jetzt in nächster Zeit nicht so viele Videos vielleicht kommen werden. Ich muss schauen. Also Versprechen mache ich auf jeden Fall keine. Ja, also es werden halt einfach Videos kommen, wann Videos kommen werden. So, vielleicht kommt auch ein neues Projekt. Mal schauen. Und ich möchte mich entschuldigen, wenn vielleicht hier die Audioqualität etwas schlechter ist von meiner Stimme. Ich hoffe, das Video kann überhaupt raus. Oder schnellst wie möglich raus. Denn, und ja, für was wollte ich mich jetzt aber eigentlich entschuldigen in dem Video? Und zwar, in meinem Freundeskreis so herrscht ein Audio oder wird ein Audio verschickt, wo ich halt etwas jünger war und doofe Dinge gesagt habe für meinen YouTube-Kanal. Und falls ihr die irgendwo hört, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr so sauer auf mich seid und sagt, ja, du, das ist so dreist, ich kann mir das nicht geben, so, für mich bist du jetzt gestorben, dann könnt ihr den Kanal deabonnieren, so, ich find's gut von meiner Seite, der ich das zumindest gesagt habe. Öffentlich auf YouTube war es jetzt noch nicht, oder ist es jetzt noch nicht, aber trotzdem wollte ich mich einfach dafür entschuldigen, und zwar in der Audio habe ich gesagt, also bei WhatsApp war die Audio, und die ist auch älter, deshalb, da hatte ich, ja, so Schmutz-YouTuber wie Simax als Vorbild. Und deshalb habe ich da gesagt, ich will Fake-Videos machen. So. Und das bei Warzone. Und wir generieren damit vielleicht auch einen Hype und wird Fame. Ja. Und ja, in einer Audio habe ich auch gesagt, dass ich Skyguy-Content durchziehen will. Und auch Fake-Scheiße. Dafür will ich mich auch entschuldigen. Habe ich natürlich nie gemacht. Und so war ich hier stehe, das Video mit dem Troll war wirklich real. Und ich habe kein einziges Fake-Video auf dem Kanal gebracht. Aber ich hatte es damals vor, weil ich damals einfach dumm war. Deshalb einfach sorry. Ja, es wird einfach das kommen, was kommen wird. So bearbeiten bei Let's Plays und so kann ich eigentlich relativ gut. Ich bin nur gespannt, wie das Ganze hier läuft mit der Tonspur 2. Gameplay technisch oder generell videotechnisch wird sich jetzt eher weniger was ändern, würde ich jetzt mal behaupten. Stream kann ich immer noch, das ist natürlich gut. Wenn ich jetzt nicht streamen könnte, angenommen es wäre so, wäre es halt ein bisschen blöde, aber ja, ich werde wahrscheinlich dazu nochmal ein separates Video hochladen, aber ich bin gerade echt so am überlegen, so wegen YouTube, wie es weitergeht, auch Thema PC, ob ich mir jetzt einen PC holen will, weil zurzeit wurde ich echt zum Gelegenheitszocker, also nur vielleicht ein, zwei Stunden am Tag oder mal gar nicht so, und früher war es echt schlimm, weil früher hatte ich echt eine Sucht und ich bin auch froh drum. Ich meine, wenn ich ein bisschen online komme, nur mit Freunden zu zocken und mal ein Video aufnehmen, ist ja gut, warum dann auch länger online bleiben. Von dem her, genau. Ich hoffe, die Tonqualität von meiner Stimme war jetzt nicht allzu schlecht. Wie gesagt, wenn sie jetzt schon billig ist, dann muss ich mal schauen, wie ich das Ganze hinkriege. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch trotzdem gefallen, das Gameplay und so. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen etwas gut. Und ja, vielleicht bin ich, also vielleicht habe ich in dem Video etwas lustlos gewirkt. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, also keine Ahnung, das fuckt mich halt schon etwas ab mit Share Factory und so, und das jetzt so zu machen, ich meine, wenn die Tonqualität jetzt stimmt, dann ist alles gut, aber ich weiß, dass die billig sein wird, so, keine Ahnung, ich werde selber merken, ob ich die was dran ändern muss oder nicht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es kommen Videos, wenn Videos kommen. Ich muss mal schauen, ob ich Wochenende wieder Streamer. Also wahrscheinlich.
streame ich dieses Wochenende wieder. Ich will mich da auch nicht festlegen. Also wie gesagt, schaut öfter auf dem Kanal vorbei. Es werden Videos kommen, wenn Videos kommen werden. Ich werde mich nicht mehr festlegen. Ja, Daily, ja, Dienstag und Donnerstag kommen Videos. Es kommen einfach Videos, wann sie kommen. Und es wird der Content kommen, was kommt. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen, da ich oft Projekte angekündigt habe und dann nur ein paar Folgen rausgehauen habe und sozusagen auch Zuschauer enttäuscht habe, weil die vielleicht das Projekt gefeiert haben. Von Minecraft Island wird vielleicht eine Fortsetzung kommen. Da sind wir uns aber auf jeden Fall noch nicht sicher. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag. Haut rein und Peace.